nochmal herzlich willkommen zum zweiten Vortrag heute. Andreas Greimer, mein Name, bin seit knapp 3 Jahren jetzt Software Consultant bei TNG und werde jetzt heute was zu AWS Amplify erzählen. Die Einleitung dafür habe ich ja vorher gerade bekommen, warum man das denn machen möchte. Und bevor ich jetzt einsteige, möchte ich nochmal ganz kurz in die Runde fragen, so ein Stimmungsbild zum Thema Cloud AWS. Einfach mal gefragt, wer von euch setzt AWS konkret beruflich ein? Dann, wer hat es zumindest schon mal ausprobiert? Und wer hat dann davon noch nie was gehört? Gut, das passt. Dann muss ich jetzt am Anfang nicht zu viel mit Einleitungen beschäftigen und steige gleich in mein konkretes Thema ein, nämlich AWS Amplify. Das Ganze gibt es noch nicht sehr lange, wobei man da auch ein bisschen differenzieren muss. AWS Amplify ist nämlich ein Framework oder eine Toolsammlung, könnte man es auch nennen, mit der man sehr einfach und sehr schnell vor allem bestehende AWS Services, die es auch schon seit Jahren gibt, in die eigene Applikation einbinden kann. Und wie das, was da dazugehört, welche Dinge da zur Auswahl stehen und wie man das denn eigentlich so tut, werde ich jetzt hier einfach in dem Vortrag mal vorstellen. Von daher erstmal die Frage, was steckt jetzt da drin in diesem Amplify? Das sind, grob gesagt, 3 unterschiedliche Komponenten. Das erste ist erstmal eine CLI, alles braucht heutzutage natürlich eine CLI, mit der man Dinge, die in der Cloud sozusagen von seiner Command Line anlegen kann. Dann gibt es ein paar verschiedene Software Development Kits für verschiedenste Sprachen. Gerade Fokus ist auf Mobile und Web Development, das heißt, es gibt JavaScript, es gibt Java oder Android, es gibt Swift, iOS. Das sind die drei Hauptkomponenten, Haupt-SDKs. Und was diese SDKs im Grunde bringen sollen, ist eine einheitliche Schnittstelle zu den AWS-Services, die dahinter stehen, um so diese klassische AWS-SDK so ein bisschen wegzuabstrahieren. Und diese SDK soll eben zusätzlich noch ein paar Dinge einfach mal automatisch, automagisch erledigen, Dinge, mit denen man sich einfach nicht beschäftigen will. Und das dritte im Bunde sind ein paar UI-Komponenten für die standardisiertesten Anwendungsfälle, wie zum Beispiel Login, Registrierung, solche Themen. Das werden wir dann auch gleich sehen, was da dazu gehört. Genau, wir steigen ein mit der CLI und nachdem wir ja hier im Web-Umfeld unterwegs sind, installieren wir das Ganze natürlich über NPM, wird einmal global installiert und dann ist das Ganze als Amplify Binary zur Verfügung und kann eben benutzt werden. Und das Erste, was man tut, das tut man genau einmal, ist Amplify Configure aufzurufen. Damit richtet man seinen Zugang zu AWS im Grunde ein. Und wenn man sich mal anschaut, was da so einzustellen ist, ist einmal die Region, also in welchem Rechenzentrum soll das Ganze passieren. Dann gibt man sich mal so ein Username, irgendwie API-Credentials, damit man auch mit dem Backend reden darf. Und damit hat man eben diese Verbindung hergestellt zwischen seinem lokalen Rechner, dieser CLI, und dem eigenen AWS-Account, in dem dann das Backend sozusagen erstellt werden soll. Das habe ich jetzt bei mir schon gemacht, deswegen bleiben wir hier mal bei der Slide. Das nächste, was man dann macht, ist Amplify in seinem eigenen Projekt zu initialisieren. Und das zeige ich doch direkt mal selbst. Hier mal ein bisschen größer. So, ist das hier irgendwie groß genug? So. Genau, ich brauche irgendein Projekt. Ich bin jetzt mal schnell so frei und hole mir eine klassische Standard React-Einsteiger-Applikation. Das machen wir jetzt einfach hier so. Demo. Das lass ich mal kurz installieren. Das ist die Standard-Applikation auf React-Basis, also eine Web-Applikation, die man sich so mal schnell erzeugen lassen kann.
Und wenn das hier auch mal schnell das Internet runtergeladen hat und installiert wurde, dann haben wir ja auch gleich mal eine lauffähige Anwendung. Das heißt, was haben wir hier? Ich gehe hier kurz in den Ordner, starte die Anwendung und wir sehen nichts. Waiting for localhost. Nein, wir sehen natürlich eine React-Anwendung. Die tut nicht sehr viel, die zeigt irgendwie so ein Logo an und sagt einem, wo man denn die Sources findet. Und das war es auch eigentlich schon, aber damit können wir uns jetzt ein bisschen spielen und sagen, ja, was wäre jetzt, wenn wir da jetzt ein Backend dran flanschen würden? Und das Erste, was wir hier tun, ist das besagte Initialisieren von Amplify in diesem Projekt, um eben zu sagen, ja, wir wollen jetzt konkret in diesem Projekt Amplify einsetzen. Und das Schöne ist, dass hier dann so ein kleiner Wizard aufgeht, der einem dann erlaubt, genau dieses Projekt zu konfigurieren. Genau, wir geben dem Ganzen einen Namen. Wir geben der Umgebung einen Namen. Das ist fürs Backend relevant, damit die Dinge alle gleich genannt werden. In dem Fall verwende ich unseren TNG Playground Account. Das heißt, der ist ein bisschen geteilt. Und da muss man auch schauen, dass man nachher sein Zeug wieder wegräumt. Ich darf Ihnen noch meinen Editor sagen, weil der da ein bisschen was vorkonfiguriert. Die Technologie hat er sich automatisch schon mal rausgefunden, nämlich in dem Fall JavaScript und sogar React hat er gefunden. Dann daraus abgeleitet, wo liegen meine Sources, wo liegt mein Bildordner, wie heißt der Build-Command, wie heißt der Start-Command. Das war's. Dann wollen wir noch ein AWS-Profile benutzen, damit wir nicht hier in fremde Accounts schreiben und fertig. Das war jetzt nicht nur eine Config, sondern man sieht jetzt hier, da läuft jetzt irgendwie so ein Initializing Project in the Cloud und da wird jetzt schon mal was in AWS deployed tatsächlich. Nämlich irgendwelche Rollen, also irgendwelche Zugriffsrollen, mit denen wir auf den Account zugreifen dürfen, irgendwie irgendwelche Storage Buckets, wo dann unser Code hochgeladen wird, also ein bisschen so Boilerplate-Zeug. Das war's. Und jetzt mache ich die Applikation auch noch mal kurz in der IDE auf. So, wo ist das hier? Das ist irgendwo hier in Vorträge. Diese hier. Genau, ich möchte nämlich noch kurz zeigen, was denn da jetzt passiert ist durch diese Konfiguration. Ja, es wurde was im Backend angelegt, aber zusätzlich wurde hier in dem Source-Ordner eine AWS-Export-Datei angelegt. Und das ist eine JavaScript-Datei, weil wir ein JavaScript-Projekt haben. Das ist im Grunde eine Konfigurationsdatei, die Wissen über unser AWS-Backend enthält. Die ist jetzt gerade noch sehr leer, aber die wird sich jetzt dann in Kürze ein bisschen füllen. Die wird automatisch generiert, steht auch oben drüber. Da schauen wir auch dann später nochmal rein. Aber die wird im Grunde von diesem Amplify-Befehl gepflegt und kann dann eben später in der Applikation auch benutzt werden. Ja. Node.js ist im Grunde die Plattform, auf der diese ganzen Skripte laufen, ja. Also es ist tatsächlich eine Node.js, also das Amplify ist irgendwie wahrscheinlich unten drunter eine Node.js-Anwendung, die eben hier lokal läuft. Genau, das heißt, deswegen auch NPM und deswegen auch so, ja, sehr ähnliche Züge, das stimmt. Genau, jetzt haben wir unser Projekt initialisiert, haben wir gesagt. Und jetzt gehen wir einen Schritt zurück und wechseln mal zu den SDKs rüber. Was ist denn sowas, was man jetzt in so einer Applikation, vorher haben wir es gehört, was ist denn was, was man unbedingt braucht, aber eigentlich gar nicht unbedingt selber machen will? Datenbanken, Machine Learning, Storage, Login. Genau, haben wir schon ein paar Sachen gehört. Also ich fasse mal, Datenbanken und Storage wird hier unter dem Begriff Storage zusammengefasst. Login ist unter Authentication.
Und was natürlich auch so ein Klassiker ist, sind APIs. Also ich will in irgendeiner Form Daten zu dieser Datenbank bekommen und auch wieder rausbekommen. Und das mache ich über irgendeine Art von API. Und wenn man sich mal anschaut, was denn da so drinsteckt in diesen SDKs, dann hat man hier genau diese Sachen, was wir vorher schon gesehen haben, also oder was wir jetzt angesprochen haben. Wir haben irgendwie hier einen Laserpointer, der nicht funktioniert. Wir haben hier Authentication, wir haben API, wir haben irgendwie Analytics, wir haben Storage, irgendwie so Conversation-Bots mit Deep Learning, was dann so ein bisschen in diese Machine Learning-Richtung geht, Augmented Reality, dann aber auch Themen wie Notifications und Echtzeitkommunikation, die da unterstützt werden und noch ein bisschen drumrum, sage ich jetzt mal, wo irgendwie ein Logger oder Service Worker-Funktionalität, die einfach auch schon mal ja, die Amplify schon mal mitbringt, um Dinge einfach, damit man Dinge nicht selber machen muss. Und das Erste, was ich mir jetzt anschauen möchte, ist das Thema API. Da gibt es bei Amplify und bei AWS im Allgemeinen zwei verschiedene Services, die hier von Amplify eben zur Verfügung gestellt werden. Das sind einmal die API-Gateways, die gibt es schon seit Ewigkeiten, war wahrscheinlich so einer der nach EC2 der erste Service, den es so gab, gefühlt. Das sind klassische HTTP-APIs, wo einfach nur irgendwie ein Request an ein Stück Code geht, der macht dann irgendwas und dann geht das wieder zurück. Das ist die eine Seite, das ist eher so die REST-Welt. Und die zweite Seite ist AppSync, was im Grunde der GraphQL-Server oder GraphQL-Endpunkt von AWS ist. Heute möchte ich mich mal mit dem linken Thema beschäftigen. Und die Frage ist jetzt, wie binden wir so eine API bei uns in unser kleines Projekt ein? Und die Antwort ist natürlich über die CLI. Und das Ganze machen wir auch einfach gleich mal live. Also, wir sagen Amplify add, das ist der Add-Befehl, der für alles verwendet wird, was man in die Applikation einfügen möchte. Und in dem Fall möchten wir eine API hinzufügen. Und jetzt kommt wieder so ein kleiner Wizard, der uns fragt, was diese API denn können soll. Naja, erstmal soll sie eine REST-API sein. Dann soll sie einen friendly Name haben. Ich finde den sehr friendly, deswegen werde ich den behalten. Wo liegen unsere Items? Die heißen hier in dem Fall auch zufällig Items. Das heißt, der Pfad /Items ist der Endpunkt, wo ich dann später meine Daten abholen möchte. Das wird dann über eine Lambda-Funktion passieren. Die hat auch sehr, einen sehr freundlichen Namen. Und jetzt gibt es hier schon mal zwei Templates, was diese API dann später tun soll. In dem Fall wollen wir eine CRUD-Funktionalität, also Create, Read, Update, Delete von irgendwelchen Daten aus einer Amazon DynamoDB-Tabelle. Das klingt doch gut, damit kann man arbeiten. Das machen wir einfach mal. Dann sagen wir DynamoDB-Tabelle, das ist übrigens so eine NoSQL-Datenbank von AWS, für die es noch nicht gehört haben. Wir machen einfach eine neue Table, die heißt wieder so ganz friendly wie hier. Der Table Name ist uns jetzt in dem Fall auch egal. Genau, diese Table hat jetzt Daten und diese Daten haben bei mir jetzt zwei Felder. Das eine ist ein ID-Feld, das eine Number enthält. Und das zweite ist ein Data-Feld, das einen String enthält. Da gibt es auch natürlich alles andere, was man sich so wünscht von irgendwelchen Datentypen. In dem Fall halten wir es schlicht. Und jetzt sagen wir auch, wir wollen keine weiteren Spalten. Dann will er noch kurz wissen, was ich denn als meinen Primary Key verwenden will. Dafür haben wir die ID, einen Sort Key haben wir nicht, einen Global Index haben wir nicht. Und genau, jetzt ist noch die Frage, willst du mit deiner Lambda-Funktion irgendwas anderes machen? Das ist eher so ein Berechtigungsthema, in dem Fall nicht. Möchtest du sie bearbeiten? Nein. Jetzt kommt nochmal ein interessanter Punkt. Möchten wir sieht man das hier unten überhaupt? Das ist leider ein bisschen weit unten. Wir können es auch so machen. Nee, das ist auch günstig. Wollen wir den Zugriff auf die API beschränken? Das ist ja eigentlich ein gutes Thema, weil sonst könnte ja jeder hergehen und bei uns die Daten abgreifen. Wollen wir nicht, deswegen sagen wir Restrict. Und
Jetzt ist das nur für authenticated Users, also die tatsächlich ein Konto haben, oder dürfen Gäste auch darauf zugreifen? Wir sagen nur authenticated Users. Was dürfen die? In unserem Fall jetzt erstmal alles. Damit haben wir diese eine Ressource konfiguriert. Und jetzt sagen wir auch, ja, damit sind wir fertig. Und das war die Konfiguration unserer API. Also wir haben einen Endpunkt, da kann man irgendwie Daten anlegen, abgreifen, die in dem Format sind, ID und Data, und alles andere, genau, und Authentication soll noch irgendwie da sein. Ist das jetzt für jeder User der gleiche Controller oder so Ähm, genau, also das ist jetzt für einen, also das wird jetzt im Hintergrund alles angelegt. Da wird im Grunde ein User-Pool angelegt, in dem dann die User reingelegt, also wenn sich die User registrieren, werden die in diesen User-Pool platziert und der darf dann auf diese Ressourcen zugreifen. Also schon sehr restriktiv, also das darf jetzt nicht von einer anderen Applikation jemand darauf zugreifen, sondern es ist jetzt wirklich nur die Beziehung zwischen den Usern dieser Applikation, die werden wir gleich sehen, wo die herkommen, und dieser API. Und das ist jetzt nämlich noch die zweite Frage. Ich habe ja nämlich gerade festgestellt, dass ich das Ganze in der falschen Reihenfolge gemacht habe. Ich wollte erst die Authentication machen, aber das machen wir jetzt einfach andersrum. Wir sagen jetzt hier Amplify Push. Dieser Befehl wird immer dann benutzt, wenn man gerade irgendwas Neues konfiguriert hat und das jetzt hier gegen Amazon schicken möchte. Und das machen wir jetzt hier einfach mal. Sagen Amplify Push. Und jetzt sagt er mir nochmal kurz, was haben wir hier eigentlich gemacht? Wir haben irgendwie Storage angelegt, wir haben irgendwie so eine Lambda angelegt, wir haben Authentication angelegt und wir haben eine API angelegt. Passt. Schicken wir ab. Und jetzt läuft wieder mal die AWS CloudFormation los, was so ein Infrastructure as Code Dienst ist und deployt uns diesen Stack eben in AWS. In der Zwischenzeit springen wir noch mal kurz in die Slides rüber und schauen uns an, was es noch so gibt. Das Deployment dauert immer ein bisschen, deswegen warten wir mal kurz ab. Wie wir es dann benutzen, das schauen wir später noch mal. Ein zweites Thema, was es dann auch oft gibt, ist natürlich, wie bekomme ich diese Applikation später ins Netz? Das wird von Amplify bereitgestellt. Und das sehen wir auch nachher. Und das Thema Authentication ist ein zweigeteilter Dienst, könnte man sagen. Aus diesen zwei AWS-Services, einmal Cognito und einmal dem Identity and Access Management, IAM. Und die teilen sich die Aufgaben folgendermaßen auf. Cognito ist im Grunde der Dienst, der die Nutzer verwaltet, also welche Nutzer gibt es, welche E-Mail-Adresse haben die, welches Passwort, wie haben sie sich eingeloggt und solche Themen. Und auf der anderen Seite, das IAM sagt, welche Rolle in meinem System was darf. Also konkret, ein Nutzer dieses User-Pools darf auf diesen Endpunkt zugreifen und diese Lambdas lesen und davon das und das tun. Also das heißt, hier sind die Nutzer und ist, was sie dürfen. Und das lässt sich eben hier auch sehr einfach konfigurieren. Schauen wir mal kurz, ob er schon fertig ist. Tut noch. Dann haben wir aber glücklicherweise noch was anderes zu tun. Wir wollen das Ganze jetzt ja auch hier in unserer Anwendung benutzen. Und dafür brauchen wir mal kurz hier so ein Terminal. Habe ich nicht. Wo ist denn das Terminal? Da. Command, ne, Option ist 12. Okay. Wir wollen ja jetzt diese SDKs bei uns im Code benutzen und dafür gibt es natürlich fertige NPM-Pakete, nämlich konkret das AWS Amplify-Paket. Und wenn wir schon hier React benutzen, dann können wir auch noch das AWS Amplify React-Paket installieren. Das, was generiert wurde, liegt aber jetzt alles auch im Amplify-Ordner Ja. oder noch auch weiter dran in. Genau, das ist ein guter Punkt. Ist auch tatsächlich, können wir auch mal kurz reinschauen. Es gibt hier einen Amplify-Ordner in unserem Projekt und da liegt tatsächlich die komplette Konfiguration von unserem Backend drin. Also das heißt, wenn wir hier auf Backend schauen, dann ist hier irgendwie
unsere API und da ist tatsächlich das CloudFormation Template, wo er irgendwie diese Ressource anlegt mit irgendwelchen Rechten und den Endpunkten. Da gibt es diese Lambda-Funktion, da liegt tatsächlich der Code von dieser Lambda-Funktion, also das ist ein ganz klassisches Express.js-Webserver, was man in Node.js so macht, wo man dann auch sieht, aha, hier wird also irgendwie so ein GET-Request geholt und dann irgendwelche Daten aus der DynamoDB rausgelesen. Der Code ist alles da. Also alles, was wir hier generieren, das ist, liegt tatsächlich auch im Projekt. Und das kann ich in Zukunft auch, wenn ich jetzt sage, jetzt möchte ich Dinge tun, die jetzt dieses CLI nicht mehr unterstützt, kann ich da hingehen und die Dinge auch ändern. Ja? Habe ich da nur diese Code-Ebene oder noch eine Ebene dazwischen, die mir das in vielleicht abstrakterer Form meine Objekte... Die Ebene gibt es nicht, nein. Also es gibt sozusagen, also ich kann jetzt weiter konfigurieren und sagen, ja, ich möchte jetzt irgendwie weitere Entitäten anlegen oder so. Aber das ist alles sehr, sehr, man merkt das vielleicht auch schon ein bisschen sehr prototypenlastig. Man sagt, ich möchte jetzt wirklich sehr schnell ein Backend und ich möchte mich nicht drum kümmern. Aber wenn man jetzt tatsächlich sagt, ich werde jetzt hier ein produktives, komplexes Software, ein Stück Software anfangen, dann ist das hier vermutlich das falsche Tool dafür. Aber um mal schnell was testen zu können, ist das halt recht flott. Und vielleicht kann man es als Ausgangsbasis benutzen, da habe ich jetzt selber persönlich noch keine Erfahrungen mitgemacht. Zumindest die rechte Konzepte und so, das kann man mit Sicherheit wiederverwerten. Und die Templates sind eben der Standard Infrastructure as Code-Format von AWS, das heißt, das kann man dann auch mitnehmen. Genau, wir haben hier gesagt, wir haben unser Terminal schon wieder verloren, diese zwei Pakete installiert und jetzt geht es darum, dieses SDK auch zu benutzen. Also jetzt haben wir gesagt, wir haben jetzt irgendwie eine API angelegt und jetzt wollen wir die doch auch benutzen. Das Erste, was wir hier tun, ist in unsere Applikation Amplify zu initialisieren. Und dafür gibt es in diesem Amplify-Paket einen Configure oder eine Configure-Methode. Ich importiere das hier mal schnell. Was machen wir da so? So wahrscheinlich. Und dieses Configure möchte hier irgendwie so eine Config. Und diese Config ist praktischerweise genau das, was wir in diesem AWS-Exports haben. Also das heißt, wir importieren uns jetzt einfach AWS-Config from AWS-Exports. Da ist jetzt unsere Config drin und die stecken wir jetzt hier rein. Und damit weiß Amplify alles, was es wissen muss. Wir schauen auch gerne nochmal in diese Datei rein, da ist ein bisschen was passiert. Da steht nämlich drin, wo die User gespeichert werden, wie der Userpool heißt, da stehen irgendwie DynamoDB-Tabellen drin, irgendwelche Endpunkte von irgendwelchen Custom-Logic-Dingen. Ist auch nicht so wichtig gerade. Das Wichtige ist, wir nehmen diese Config und stecken sie einfach in dieses Amplify rein. Und damit weiß dieses Framework jetzt, womit es reden muss. So machen wir das. Was beschwert er sich jetzt hier? Genau, das sind keine geschweiften Klammern. So. Bevor wir jetzt zur Konfiguration der API kommen, möchte ich nochmal kurz auf die Authentication zurückkommen, weil wir haben ja gesagt, wir haben eine Nutzerauthentifizierung, wir können da gar nicht so einfach darauf zugreifen. Deswegen wollen wir Authentication und das ist tatsächlich was bei Amplify richtig zackig geht. Da gibt es nämlich die Authenticator. Komponente, also sogenannte Higher-Order-Component, die packt einfach nur eine andere Komponente ein, also in dem Fall unsere App-Component und macht da Authentication drumherum. Und das können wir auch gleich mal nochmal ausprobieren, wenn wir unsere Applikation nochmal schnell starten. Vorher haben wir ja da dieses nette React-Logo hier gesehen und was jetzt passieren müsste, ist, dass wir auf einmal eine Authentication haben. Und ja, das haben wir. Jetzt sagt er auf einmal, ich muss mich jetzt irgendwie hier einloggen. Und jetzt können wir ja mal ausprobieren. Test.
Mein User does not exist. Was machen wir jetzt? Register, genau. Create Account. Gibt es hier unten. Das machen wir jetzt einmal schnell. Wir machen irgendwie ein Username, wir machen ein Passwort. Wir nehmen eine echte E-Mail-Adresse, weil ich weiß, dass wir da eine E-Mail hinbekommen werden. Wir nehmen irgendwie eine Fake-Telefonnummer, weil ich weiß, dass da keine SMS hingeschickt wird. Kann man alles einstellen. In dem Fall wird eben die E-Mail überprüft. Und jetzt sagen wir mal Create Account. In dem Fall müssen wir die E-Mail verifizieren. Das heißt, wir brauchen einen Confirmation Code. Und der müsste jetzt hier auch schon gekommen sein, hoffe ich. Genau. Your Verification Code is. Schauen wir hier rein. So, jetzt können wir uns damit einloggen. Und, tada, wir sehen wieder unsere Anwendung. Und ein nettes Gimmick gibt es auch noch, nämlich hier unten in diesem With Authenticator, wenn man hier ein ominöses True hinschreibt, Include Greetings, schreibt er mir hier schon drin, dann haben wir sogar noch den Vorteil, dass wir oben so einen hübschen Banner haben, der uns sagt, ach so, du bist eingeloggt und ich kann mich auch wieder ausloggen. Ist für den ersten Schritt gar nicht so schlecht. Diese Komponenten kann ich alle umstylen, das heißt, man kommt da auch näher dran. Man kann auch nur die Logik nehmen und eigene Komponenten bauen. Da hat man tatsächlich relativ viel Flexibilität, aber so für den ersten Wurf ist das jetzt erstmal gut genug. So, das war die Authentication und der zweite Schritt wird die API. Wir haben gesagt, wir können da irgendwelche Items reinschreiben und irgendwelche Items rauslesen und bevor wir sie rauslesen können, müssen wir sie reinschreiben. Das heißt, wir machen hier jetzt einfach mal irgendwie so ein Input-Feld. So, Input, das taucht jetzt hier unten auf, da können wir was reinschreiben und zusätzlich machen wir irgendwie so ein, irgend so ein Button, der da heißt Put Data. Und der hat irgendwie so ein On-Click-Event, das da eine Put-Data-Methode aufruft. Genau. Diese Put-Data-Methode, die gibt es natürlich noch nicht. Die schreiben wir hier mal noch rein. Put-Data ist irgendwie so ein Ding hier. Das ist so. Genau, die Put-Data-Methode, die macht jetzt Folgendes. Die benutzt diese API. Und wie machen wir das? Wir sagen API. Punkt, put, das ist eben ein Befehl, der wieder aus dem AWS Framework kommt, aus dem AWS Amplify, in dem Fall aus AWS Amplify API. Und put erwartet ein paar Sachen. Das erste ist der API Name, also mit welcher API möchte ich reden. Das zweite ist, mit welchem Pfad davon möchte ich reden. Und das dritte ist irgend so ein Initialize Parameter, der uns nicht interessiert. Und dieser API-Name, den haben wir glücklicherweise irgendwo in dieser Config und das heißt, wir können uns den auch rausziehen. Das heißt, wir machen da mal schnell eine Variable, API-Name, das ist in diesem AWS-Config, da gibt es irgendwo diese Cloud-Custom-Logic, das ist ein Array und das Ding hat einen Name. So, und diesen Name geben wir hier rein, dann geben wir eben den Endpunkt, in dem Fall wollen wir die Items putten. Und als letztes Ding, das ist dieses Teil da hinten, da gibt es eine Body-Variable, wo ich jetzt irgendein Ding reinschreiben will. Und wir hatten gesagt, das Ding hat ein ID und hat ein Data. Genau, die ID, das ist irgendwie so, eine Random-Zahl. Das ist nicht so wichtig. Natürlich nehmen wir irgendwie eine UUID und nicht sowas hier. Aber das ist jetzt für den Datenraum, den wir hier zu erwarten haben, glaube ich, ganz okay. Das ist die ID. Und jetzt ist noch die Frage des Data. Das muss ich jetzt hier noch schnell kurz mit, also wir haben jetzt irgendwie hier so ein, wie ist das hier? Data, set data, use, wo war das? Wo ist hier mein React? Da. Use State, das sind diese React-Hooks. Ich habe sie mir noch nie so wirklich angeschaut, aber sie funktionieren. Was tut das hier? Ich sage, wenn sich hier was ändert in meinem Input-Feld, dann schreibe ich das, was sich da ändert. Jetzt muss ich jetzt wieder nachschauen, wie das ging. Ich glaube, irgendwie so. No, noch nicht ganz. So.
Also, wenn ich mein Inputfeld ändere, dann schreibe ich das hier in meinen State und hier mit diesem Data kann ich dann den State wieder rausholen. Das heißt, die Hoffnung wäre, wenn ich jetzt hier auf diesen Put Data Button klicke, dann sollte dieser Input, den muss man auch gar nicht zumachen, ja? Oder täusche ich mich da jetzt? Nee, man macht so, oder? Genau, so machen wir es. So, also nochmal kurz zum Übersicht, das war jetzt vielleicht ein bisschen flott. Wir haben hier api.put zu unserer API mit diesem Name, zu den Items mit unserem Ding hier, das eine ID und ein Data hat, und das Data haben wir eben vorher mit dieser, mit diesem Input hier reingeschrieben. Also, jetzt machen wir hier mal so ein Ding hier auf. Und wenn ich jetzt hier keine Buttons mehr habe, ich habe keine Buttons mehr. Ah, jetzt ist er da. In der mobilen Ansicht verloren gegangen. Okay, also jetzt haben wir, ich gebe hier irgendwas ein und wow. Okay, ich habe mir offenbar die Hooks nicht mehr genau angeschaut. Wisst ihr was, da spickt man jetzt schnell beim letzten Vortrag. So, wie haben wir das gemacht? OnChange, E, Set Target, das habe ich doch. Ah, das Value, das wäre natürlich nicht blöd. Also, bitte? Beim Klicken und Change ist es eine Funktionsreferenz, weil PutData ist noch ein Klammernbaum. Hier, so. Ja, das ist nicht blöd. Genau, hier wollen wir außerdem das Value noch setzen. Weil sonst changen wir das hier immer und dann kommt das hier aber gar nicht an. Genau, jetzt probieren wir es nochmal. Geht nicht total kaputt? Doch, es geht total kaputt. SetData is not a function? Ah, okay. Ist das außerhalb des Scopes? Das ist doch, oder? Spickt man nochmal. Also ich habe doch hier so ein... okay. Es ist kein Objekt, es ist ein Array. Kommt davon, wenn man sich es nicht nochmal anschaut. So. Live-Coding. Also, wir tippen nochmal hier und es geht nicht alles kaputt. Doch. Was habe ich falsch gemacht? Sagt es mir. Also er sagt immer noch, dass es SetData nicht gibt. Also, ach, das Ding heißt Data, nee, das Ding heißt Data und Set Data, das ist hier auch so. Aber, also machen wir mal hier so ein E draus, damit ja gleich ausschaut. Und hier bekommt das auch gematcht. Also wir laden nochmal neu. Ja, jetzt schaut es besser aus. Neuladen, hilft immer. So, was ich eigentlich zeigen wollte ist, wenn ich jetzt hier Test reinschreibe und PutData mache, dann erwarten wir, dass jetzt hier irgendwie so ein Put-Request rausgegangen ist an unser Amazon AWS Backend. Und da kann man das auch größer machen? Ja, cool. Also Put an irgend so ein AWS-Backend. Und wenn wir uns die Daten noch anschauen, die sind irgendwo hier unten, dann sehen wir, da ist irgendwie so ein Payload drin, also eine ID und ein Data. Und es kommt auch irgend so ein Put-Call succeeded zurück. Also das scheint funktioniert zu haben. Glauben ist gut. Genau, Kontrolle ist besser. Jetzt wollen wir das Ganze auch wieder rausholen. Das heißt, wir machen hier eine getData-Methode. So. Und die macht natürlich api.get gegen die gleiche API. Was jetzt interessant wäre, ist, jetzt muss ich mal kurz schauen. Was sie einem nämlich nicht generieren, ist ein getAll. Das heißt, wir müssen uns leider
hier mal so eine ID hier. Das liegt ein bisschen daran, wie diese DynamoDB funktioniert. Die mag nicht so gerne alle Daten hergeben. Da muss man irgendwie immer genau wissen, was man haben will. Deswegen nehme ich jetzt einfach eine ID von etwas, was ich schon mal eingefügt habe, nämlich jetzt zum Beispiel diese ID hier. Und das Ding machen wir jetzt mal irgendwie hier so ein asynchrones Teil. Da kommt irgendwie so ein Result raus. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, was dieses Result überhaupt ist. Das weiß ich nämlich ganz selber nicht. Aber was wir natürlich nochmal brauchen, ist einen zweiten Button, der da heißt getData. Blub. Und der ruft diese getData-Methode auf. Also getData. So, holt jetzt irgendwas aus der Datenbank und schreibt das hier in die Konsole. Also das ist ein Array und an der Stelle 0 ist unser erstes Element. Gut zu wissen. Also das heißt, wir wissen jetzt, dass das hier ein Array ist und an der Stelle 0 ist unser Item. Und dieses Item, das nehmen wir jetzt einfach diese setData-Methode, die wir ja von vorher schon hatten, und schreiben da das Data von diesem Item rein. So. Was sollte jetzt passieren? Genau, jetzt sollte hier, wenn ich hier draufklicke, Test drinstehen. Und es funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Roundtrip gemacht, einmal Dinge in das Backend reingeschrieben und dann auch wieder rausgeholt. Den Code dafür finden wir dann in dieser Lambda, da kann man sich das alles anschauen, wie das gemacht wird. Was jetzt natürlich interessant wäre, ist, okay, jetzt habe ich das hier bei mir lokal auf dem Rechner. Das Backend ist zwar irgendwo in der Cloud, aber das hilft mir jetzt nur so mäßig viel. Wir haben vorher schon irgendwas von diesem Hosting gehört. Und das geht natürlich so wie alles in diesem AWS Amplify. Ich sage einfach Amplify add Hosting. Und da werde ich jetzt nicht ganz so viele Dinge gefragt. Ich möchte mal kurz entscheiden, ob ich ein Dev Frontend oder ein Prod Frontend hosten möchte. Der Unterschied ist, Prod geht nochmal über ein Content Delivery Network und HTTPS Endpunkte noch ein bisschen weiter. Der Dev Endpunkt ist im Grunde nur so ein S3 Bucket, also ein ganz klassischer Store, Datenstore, der nur so ein kleines Web Frontend eben oder einen kleinen Webserver mitbringt. Wir haben natürlich irgendwie so ein friendly Name. Das war's auch schon. Jetzt haben wir hier noch einen zweiten Command. Vorher haben wir Amplify Push benutzt und das hat uns irgendwelche AWS Services erzeugt. Und jetzt benutzen wir Amplify Publish und im Unterschied zu dem, was wir vorher getan haben, wird nicht nur das Backend deployed, sondern, also jetzt hier das Backend deployed wie vorhin, jetzt sagt uns, vier Dinge werden nicht geändert und Hosting wird angelegt. Und zusätzlich wird unser Frontend gebaut, also in irgendeiner Form komprimiert, zusammengefasst, statische Webseiten und in diesem Bucket hochgeladen. Also Push deployt das Backend, Publish deployt das Backend und das Frontend. Und das heißt, wenn man im Frontend Dinge ändert, dann will man auch immer gleich ein Publish machen. Und wenn der hier durchgelaufen ist, werden wir auch sehen, dass der auch automatisch den Build von React anstoßt. Das haben wir ihm ja vorher gesagt, wie das heißt und wo er die Daten zu finden hat. Das heißt, der kennt sich aus. Kann noch nicht ganz einschätzen, wie lange das dauert. Deswegen schaue ich, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. Wir haben über Authentication gesprochen. Das überspringen wir mal kurz. Man kann diese ganzen Authentication-Methoden auch, wie gesagt, manuell aufrufen. Also man hat einen Sign-Up-Endpunkt, man hat einen Sign-In-Endpunkt. Und die kann man ganz einfach ansprechen mit irgendwelchen Username-Passwörtern, die man aus seinen eigenen Feldern rauszieht. Das heißt, da kann man auch alles selber mitbringen. Genau, zu Analytics kommen wir, sobald das hier fertig ist. Das heißt, das warten wir mal noch kurz ab. Ah, jetzt haben wir eh schon gesehen. Also wir haben jetzt hier einen Hosting-Endpoint, den kopiere ich mir gleich mal weg, den er mir erzeugt hat. Und jetzt kommt eben dieser Frontend-Build. Und sobald er damit fertig ist, ist hier tatsächlich eine Domain, eine Webseite im Internet mit dem Content von unserer Webseite, mit dem Sign-In, den wir vorher hatten.
Und nachdem das ja dasselbe Backend ist, können wir uns hier auch einfach einloggen mit dem User, den wir vorher schon gemacht haben. Man kann auch einfach getData machen und man sieht auch wieder das Test von vorhin. Aber ihr müsst mir das nicht glauben. Könnt auch einfach kurz das Ding hier einscannen. So. Ich mache das auch kurz. So. Zu groß, ich nehme den hier. Nein, passt. Und man sieht auch hier den Login. Und ich kann mich natürlich hier auch einloggen. Was war das Passwort? Genau. Nein, ihr könntet dann natürlich alle eigene User machen, aber das, dann habe ich eure E-Mail-Adressen. Nur zur Demonstration, hier ist auch nochmal die eingeloggte Variante. Und das heißt, ja, das ist jetzt tatsächlich eine vollwertige Webanwendung im Internet zur Verfügung mit Cloud Backend und allem drum und dran. Kurze Frage. Ja. Wie wird das abgerechnet? Das wird abgerechnet wie jeder andere AWS-Dienst auch, meistens pro Stunde oder was auch immer man hat. Also das heißt, was man hier jetzt deployed hat, ist einmal die DynamoDB-Datenbank, da wird eben pro Zugriff abgerechnet. Die Lambda wird pro, ich glaube, 1 Million Runs abgerechnet. Also jedes Mal, wenn ich dann an die API was hinschicke, kostet das einen ganz kleinen Betrag, wobei da 1 Million Requests pro Monat frei sind oder so. Also die Storage kostet auch ein paar Peanuts. Das Ganze ist tatsächlich sehr lean oder sehr, sehr serverless, könnte man auch sagen. Da gibt es jetzt keine virtuelle Maschine, die da jetzt in jeder Stunde Geld kostet, sondern das Ding kostet tatsächlich nur Geld, wenn es auch benutzt wird. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil von so Prototypen-Anwendungen. Wir haben das auch im Projekt, bauen wir eine Anwendung in so einem Serverless-Umfeld und das Ding kostet uns nichts. Das kostet in Produktion $3 im Monat, wenn da halt keiner drauf ist, weil es noch nicht released ist. Und auf der anderen Seite erhoffen wir uns natürlich, dass wenn da jetzt mal auf einmal 100.000 Kunden dastehen, dann skaliert das Ding natürlich hoch und kann damit auch umgehen. Das wäre so die Hoffnung. Und da ist man hier ganz gut gewappnet. Also gerade zum Ausprobieren, das kostet nichts. Details. Ja. Also das Frontend ist ja erstmal nur JavaScript. Da kann ich ja machen, was ich will. Das Backend ist erstmal, also zumindest ein Großteil, ist diese Lambda, das ist JavaScript, das kann ich machen, was ich will. Der Rest ist jetzt, wenn ich die Anwendung über ein AWS-Framework initialisiere, nicht verwunderlich, dass man sich dann schon so gewissermaßen auf AWS einlässt. Das ist halt sehr bequem alles. Ja, es ist sehr bequem, das ist bei AWS tatsächlich immer so. Man geht nicht zu AWS, weil es günstig ist. Man geht zu AWS, weil es schnell ist, weil man sich um nichts kümmern muss und weil das Ding skaliert, wenn es sein muss. So, grob gesagt. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber das ist bei allen anderen Cloud-Anbietern natürlich genauso. Aber hier ist man schon in einem Umfeld, wo man sagt, ja, ich lasse mich bewusst auf so einen gewissen Vendor-Login ein, um eben diese Geschwindigkeit zu gewinnen und vielleicht auch mal was zu lernen und das Ding dann wieder wegzuschmeißen und was Neues zu machen. Weil sich die Firmen vor Jahren auch mal der erste Schuss ist frei drauf eingelassen haben und jetzt wird man gerne wieder weg, kommt aber nicht drauf. Ja. Ja. Also Open Source wäre ja auch eine Möglichkeit, Komponenten zu reusen und den Vendor-Login vielleicht ein bisschen weiter zu verteilen. Stimmt, ja. Also das ist immer eine Abwägung, die man auch als Firma machen muss. Abwägung an der Stelle. Genau. Ja, der Vorteil, den man hier schon hat, ist, das ist sehr prototypisch, wie schon gesagt. Und das heißt, da baue ich vielleicht auch gar nichts, also jetzt in dem Schritt nichts, was ich jetzt auf ewig behalten möchte. Okay, wir wissen alle, wie lange Prototypen leben, länger als man möchte. Aber das heißt, wenn man sich da ein bisschen darauf einlässt und sagt, okay, ich baue jetzt hier mal einen Prototypen damit und dann evaluiere ich nochmal und schaue mir nochmal an, okay, was ist jetzt wirklich die Umgebung, wo ich das jetzt aufziehen möchte und dann kann ich mich nochmal umentscheiden. Weil gerade das Frontend, das ist Standard. Da muss ich mich um nichts kümmern. Genau. Einen letzten Punkt wollte ich noch zeigen. Und das war das Thema Analytics. Das
Gibt es auch einen eigenen AWS-Service dafür, es nennt sich Pinpoint und tut so ein bisschen was wie, ja, ich würde mal sagen, Google Analytics sind abgespeckt, hat ein bisschen anderen Fokus, mehr mobile, hat auch so einen Rückkanal mit Notifications, Broadcasting und so. Bitte? Ja, hat Ansätze von Firebase, aber wobei der Fokus schon auf dem Analytics-Thema ist. Und das würde ich auch noch mal ganz kurz schnell einbauen hier. Wir machen also wie immer Amplify Ad Analytics. Wir geben dem Ding einen Namen. Bitte? Größer Font. Ach so, ich habe es klein gemacht wegen dem QR-Code, stimmt. Also wir wollen dem Ding einen Namen geben, das kann leider nur alphanumerisch, deswegen machen wir das so. Genau, jetzt ist die Frage, dürfen Gäste da auch Events hinschicken? Ja, das wäre gar nicht so blöd. Und dann machen wir Amplify Push. Das deployt das Ganze in die Cloud, zumindest das Backend. Wir wollen nämlich im Frontend auch noch ein bisschen was anpassen, nämlich Daten schicken. Also wir wollen jetzt im Grunde wissen, wenn irgendwer von euch auf dem Handy das auf hat, dass da jetzt hier jemand drauf war. Und wie machen wir das? Da gibt es natürlich wieder eine SDK dafür. Das Ding nennt sich Analytics. So. Punkt. Da gibt es erstmal den Auto-Track. Den machen wir einfach mal rein. Ja, wenn du es in deine Datenschutzrichtlinien reinschreibst und natürlich nur dann einschaltest, wenn jemand auf OK drückt, dann ist es datenschutzkonform. Der Auto-Tracker, der trackt einfach mal irgendwie so Sessions und wann wer kommt und wann wer geht, so dieses ganze 0815-Zeug. Wenn man jetzt noch ein bisschen mehr erfassen möchte, wie zum Beispiel, wie oft geht denn hier jemand her und lädt hier Dinge hoch, kann ich auch tatsächlich Amplify-Analytics.Record sagen und sagen, jetzt hat der hier das Put-Data-Event getriggert. Kann ich jetzt einfach hier durch Custom Events erfassen und dann damit so ein bisschen rausfinden, was denn hier so mit meiner Applikation passiert. Wir können auch da oben noch ein Get-Data reinpacken und das Ganze dann wieder deployen. Jetzt haben wir hier natürlich nicht darauf gewartet, dass wir Amplify Publish machen konnten, sondern direkt den Amplify Push gemacht. Die Gelegenheit nutze ich mal kurz, um mich bei AWS einzuloggen. So, jetzt haben wir hier TNG Spielwiese. Genau, da gibt es irgendwo diesen Pinpoint-Service. Und wenn wir Glück haben, dann ist der auch schon da. Ah, da gibt es schon ein paar von mir. Sowas. Genau, zum Aufräumen sage ich gleich noch was. Genau, den hier gibt es schon. Und da ist noch nicht alles drin, aber das wurde hier im Hintergrund auch schon mal fertiggestellt. Jetzt machen wir nochmal kurz Amplify Publish, damit unser Frontend auch in der Cloud landet. Der sagt jetzt nochmal, im Backend habe ich eh nichts zu tun, deswegen überspringt er das. Und wir öffnen dabei nochmal kurz diese URL. Das müsste eigentlich die gleiche sein. Genau. Da können wir nochmal irgendwelche Features aktivieren, eben E-Mails, SMS, Push-Notification, Web-Analytics-Zeug. Aber was wir hier sehen ist, wir haben jetzt hier unsere Applikation nochmal aufgemacht. Wir sehen hier, das ist die Frage, wenn wir hier jetzt neu laden, wie schnell die Daten ankommen. Ja, genau. New Endpoint, einer. Also jemand war auf dieser Webseite. Jetzt machen wir hier nochmal Neuladen auf der da, damit das auch nochmal passiert ist und machen dann noch ein paar Mal GetData und einmal PutData. Das machen wir hier auch. Also soll heißen, ich mache hier nochmal Hallo PutData. Dann wurde ja wieder ein Event erzeugt. Und diese Events, die landen jetzt hier mit so einer gewissen Zeitverzögerung in der Oberfläche. Das heißt, hier haben wir jetzt schon 4 Endpoints. Hier haben wir ein paar Sessions, die aufgegangen sind. Also eine in dem Fall meine, weil ich der Einzige mit einem Account bin vermutlich. Na, genau. Und hier unter den Events würde man sogar noch diese Custom Events sehen. Aber wie gesagt, sie sind ein bisschen zeitverzögert. Das heißt, es dauert einen kurzen Moment, bis die hier ankommen. Das heißt,
Da können wir in 5 Minuten nochmal drauf schauen. Ah ja, hier sehen wir was, genau, ein Punkt. Die Antwortzeiten steuern, also beschleunigen die über was? Die Antwortzeiten? Das war schneller, Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie schnell der das aufaggregiert, aber das ist tatsächlich auch, das zieht sich so ein bisschen durch, auch in die Monitoring-Dienste, die haben da so eine gewisse Zeitverzögerung, bis die Sachen ankommen. Meistens geht man dann über einen anderen Dienst, wie zum Beispiel Kinesis oder so, also so Real-Time-Processing-Sachen, da kann man die Daten auch nochmal drüber schicken, um dann Echtzeit damit zu arbeiten, aber hier in solchen Diensten geht es schon vor allem darum, diese Events eben nachher auszuwerten im Nachgang. Genau, das war das Thema Analytics. Das war noch kurz so ein Schmankerl zum Schluss. Und soweit ich das im Blick habe, gut, Storage noch kurz angeschnitten. Man kann nicht nur Datenbank speichern, man kann auch Bilder speichern oder andere Files irgendwie mit Put rein und mit Get wieder rausschreiben. Und hat eben noch diesen ganzen anderen Zoo an Dingen. Bei UI-Komponenten haben wir auch schon was gesehen. Ja, das sind ja die klassischen UI-Komponenten. Gibt es noch ein bisschen mehr, wenn man dann nur Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten möchte und solche Themen. Da gibt es auch noch ein bisschen was vorgefertigt. Und das war's. In dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und wenn es noch Fragen gibt, bitte her damit. Wir haben ja auch während dem Talk jetzt schon ein paar Fragen beantwortet, aber ja? Kann das für die Infrastrukturgenerierung noch was anderes als CloudFormation? Nein. Genau, ist leider genauso. Also Terraform oder so gibt es da nicht. Aber ist auch ein bisschen natürlich Eigeninteresse. Also die Frage war nur mal kurz fürs Video, ob das auch was anderes als CloudFormation kann. Andere Fragen? Ja. Gibt es von den anderen zwei großen, also Amazon, Azure und Cloud-Plattformen was Ähnliches? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, da bin ich nicht drin. Habe ich mir auch noch nie angeschaut. Es gibt auch, die bauen da noch ein bisschen mehr drumherum. Die haben jetzt auch im Backend so eine AWS Amplify Console. Das ist ein bisschen so wie diese Heroku Push-to-Play, wo man irgendwo einen Button einbinden kann und dann draufklickt und dann fährt er das Cloud-Backend hoch. Sowas in die Richtung, dass ich mehr Template-basiert arbeiten kann. Ich mache jetzt meine Realtime-Chat-Plattform, drücke aufs Knöpfchen und dann spawnt er mir das in meiner Cloud. Solche Sachen. Aber was die Konkurrenz macht, weiß ich nicht. Gut. Nochmal vielen Dank. Einen habe ich noch. Was machen wir am Schluss? Amplify, Delete. Und ich dachte, er räumt alles weg. Offenbar räumt er die Pinpoint-Endpunkte nicht weg. Vielleicht ist das irgendwie, weil das dann Daten sind, die man nicht verlieren möchte oder ich weiß es nicht. Genau, aber so im Idealfall räumt das jetzt alles weg, was wir jetzt die ganze letzte Dreiviertelstunde erzeugt haben. Genau, so viel zum Abschluss.